Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Factorio. Hier sind wir wieder. Ja, das letzte Mal haben wir so ein bisschen die Ölproduktion hier ein bisschen gesteuert mit Logik. So ein bisschen Begrenzung gesetzt, wann welche Fabrik aufhören soll zu produzieren oder beginnen kann zu produzieren. Ja, es ist jetzt mal so ein bisschen alles schön und recht. Ich weiß gar nicht, haben wir das hier unten auch? Ja, genau, da haben wir gesagt, wenn dieses Flüssiggas, oder hat ja früher Petroleum geheißen, über 10.000 ist, ja, also 10.000 Einheiten, Liter, was da guck was, dann kann hier angeschalten werden, der Stromschalter, das hat der andere Schalter ja auch. Ja, und so lange kann hier praktisch Festbrennstoff produziert werden. Würde jetzt halt das eben in den Tanks runterfallen, hier, irgendwo sind die Tanks, zum Beispiel hier sind welche. Würde hier praktisch alles unterhalb von 10.000 fallen, dann wird da oben die Fabrik aufhören. Diese Fabriken hier, die sind auch gesteuert. Da habe ich gesagt, die sollen angehen, wenn das Flüssiggas, also ich bin es halt noch Petroleum gewohnt irgendwie, oder ich habe es manchmal sowieso nicht gewusst, wie es heißt, wenn das unter 300.000 Einheiten fällt, dann können die produzieren. Dann habe ich gesagt, hier Schalter an. Ja gut, jetzt hier. Hier fehlt die Bedingung noch. Okay. Moment, das machen wir gleich. Shift-Rechtstaste, Shift-Linksklick. So, dann haben wir das Ganze kopiert hier, die ganze Bedingung. Ja, eigentlich müsste ich dann auch noch sagen, naja, und vorausgesetzt, es ist genug Leichtöl da zum Beispiel. Dann könnte er produzieren. Jetzt sagen wir mal, das ist jetzt nicht abgefragt. Da hätten wir wieder so eine Unverbindung machen müssen. Wir haben ja auch so eine Unverbindung gemacht. Wo haben wir denn das hier? Ich muss mal kurz den alternativen Modus ab. Hier haben wir eine Unverbindung hier drauf. Man sieht schlecht. Ich zoome ein bisschen rein hier. Und da haben wir ja gesagt, er soll das Signal L und S prüfen, ob das da ist. Und wenn das da ist, soll er uns ein grünes Signal geben. Ja, und der Schalter hier fragt ab, ja, wenn das grüne Signal da ist, also ist gleich 1, dann aktiviert er hier. Dann schaltet er zum Beispiel hier ein. Was haben wir da gemacht? Ach komm, ich bin so gewohnt, dass wir ein Alternativ haben. Schweröl in Leichtöl zum Beispiel wandeln. Ja, so könnten wir jetzt auch noch hier das Schmierzeugs hier regeln. Können wir jetzt sagen, naja gut. Wir haben jetzt hier ganz viel drin. Ich habe jetzt, da müssen wir das jetzt zusammenzählen. Also sind jetzt hier 8, 16 mal 25k hier zum Beispiel. Ne? Also eine Menge hier eigentlich an Lagerbestand. Da können wir jetzt auch sagen, ja. Die Fabrik darf zum Beispiel nur eingeschaltet werden, wenn wir hier unter eine bestimmte Grenze fallen oder so. Oder bis so und so viel Füllstand da ist. Das kann man ja regeln, wie man möchte. Das ist eine feine Sache. Das habe ich jetzt auch hier nicht geregelt, bei der Batteriesäure hier. Oder Schwefelsäure. Da kann man noch viel mehr steuern mit der Logik eben. So, ist es hier leer? Ne, es sieht immer so leer aus. Man kann ja auch diese Abbauroboter hier steuern. Allerdings sehe ich da keinen großartigen Sinn drin, das zu steuern. Ja, was wollten wir jetzt das letzte Mal noch machen? Wir wollten eigentlich die ganze Ölraffinerie hier so ein bisschen mal aufforsten, also das bedeutet, ja gut, aufforsten ist eigentlich ein bisschen falsch genannt, wir wollen eigentlich eine neue Ölförderung noch hinbauen, vielleicht mal so. Ich meine, brauchen wir die jetzt unbedingt, nicht unbedingt, aber ja, das wundert mich eigentlich sowieso, dass hier noch, wie gesagt, so viel da ist, aber irgendwann wird das Ganze hier nicht mehr ausreichen. Dann machen die hier bloß noch mit 2 pro Sekunde oder so. Also versiegen tun die Ölquellen ja nie. Das ist so. Ich habe immer gedacht, die versiegen irgendwann. Aber nein, die haben dann meistens so 2 pro Sekunde fördern die dann immer noch. Aber ja. Und die Aliens, die müssen ja wieder unbedingt angreifen. Ich weiß, unten war doch mal hier unten, da sind sie doch mal angedrungen. Ja, da ist ja auch jetzt wieder was beschädigt worden. Naja, wir müssen das mal im Auge behalten. Am meisten wird dann was beschädigt oder zerstört. Ah, dann sind wir mal am Bauen hier. Da oben kommen sie auch.
Da wollen sie einmal an Kupfer und Eisen ran hier. Gut, zum Thema Bahnhöfe wollte ich eigentlich auch noch kommen, ein bisschen. Aber so viele Bahnhöfe haben wir jetzt da noch gar nicht. Wir haben ja nur, na gut, wobei, Eisenbahnhof haben wir zwei Stück beladungsmäßig. Die Benennung ist nicht unbedingt jetzt so erforderlich. Ich könnte es genauso sagen: Eisenerzbahnhof Beladung. Und den hier auch Beladung nennen, bloß nicht anders benennen. Also dass die gleich heißen, das funktioniert. Die Züge fahren die auch an. Jedoch habe ich jetzt mal im privaten Spielstand das getestet. Die Züge fahren nicht zwangsläufig dann den nächsten Bahnhof an. Da müssen wir noch was zusätzlich machen. Das haben wir jetzt, glaube ich, nicht dabei. Wir haben, oder habe ich das gemacht, eine Steuerung, die uns ausliest, wie viel denn gerade im Bahnhof gelagert wird. Ja, das müsst ihr jetzt mal gucken. Das ist, eigentlich wollte ich jetzt mit Öl weitermachen, mal ein bisschen, aber das interessiert mich eigentlich, das Thema, weil bis ich das dann wieder, dann vergesse ich es wieder. Ja, und irgendwann würde ich sagen, da tut diese ganze Verbrennung hier mal wegfliegen, ja. Normal kann man irgendwann, wenn man genug Solarzellen hat und Batterien, kann man eigentlich diese zusätzliche Sache hier vergessen. Man braucht die Kohle eigentlich gar nicht mehr. Ja, wir haben ja Uran, Uran haben wir genügend. Da braucht man eigentlich auch nicht mehr. Rein theoretisch könnte ich den ganzen komischen Apparat hier unten abreißen, den Apparello hier. Das müsste man mal testen, aber das ist ein bisschen schwierig, weil es sozusagen integriert ist hier. So, warte mal, ich möchte einfach mal oben jetzt zu unseren Erzförderanlagen hier. Komm, wir nehmen mal das Auto mit. Warte, ist da genug Sprit drin? Ah ja, Kohle, das reicht. Ja, leider keine Munition. Warte mal, habe ich Munition gerade da? Ich habe keine Munition. Warum fordere ich mir dann welche an? Uran-Munition. Ja, dass man sieht, da ist ein großer Unterschied. 24 physisch mit Uran versetzte Munition. Und die Standardmunition, die Panzerbrechende, hat eigentlich nur 8. Und zur Normalmunition ist dann nur 5. Das sind drei Unterschiede. Wenn man das mal hier betrachtet, ist da kein großartiger Unterschied. So, ich würde mir da jetzt mal Munition bringen lassen. Ja, gut, das ist jetzt aber so eine Sache. Ich würde jetzt, wenn ich jetzt halt hier nochmal die Fabrik anfangen, würde ich hier einiges ändern. Auch diese ewig langen Ofenstraßen, die sind eigentlich gar nicht so toll, wie sie jetzt hier aussehen. Teilweise reicht dann irgendwann auch das Band nicht mehr. Also auch diese 40er Bänder, also die blauen, wo 40 Gegenstände pro Sekunde liefern, die reichen dann auf Volllast später nicht mehr aus. Also den kriegen auch nur wieder ein paar Öfen, weil die anderen ja das, ja. Ihr habt das ja auch schon öfters bei mir gesehen, das Problem, dass manche Maschinen dann gar nicht mehr laufen können, weil eben zu wenig Material kommt dann mehr. Also die anderen alles auffressen. So. Okay, da reparieren sie natürlich immer gleich das Auto, wenn ich da dann Schaden habe. Ist auch gut so, aber manchmal nervt es natürlich auch, dass die Roboter eigentlich ständig hinterherfliegen wollen. Man müsste einstellen können, ab einem gewissen Schaden, dass die Roboter dann reparieren anfangen. Dann würde es nicht alles immer so arg stören. So, wir waren lang nicht mehr da draußen. Und das Thema Bahn und so, das tut auch immer eine große Zeit verschlingen. Warte mal. Oh, ich hab hier. Ja, doch, ich habe eine Steuerung hier gebaut, die uns abfragt, wie viel hier drin ist. Genau, da habe ich ja das auswerten lassen. Na, ich kann jetzt nicht. Echt, das ist immer. Man müsste hier fast ein bisschen weiter reingucken können. So, da habe ich gesagt, Kupfererz plus K-Signal, also von der anderen Seite hier. Man könnte es eventuell auch. Naja, wobei mit dem alles. Weiß ich nicht, ob das funktioniert hat, irgendwie immer so. Da jetzt gesagt, naja, der Bahnhof wird aktiviert, wenn mindestens hier 8K drin sind, 8000 Kupfereinheiten. Ich gehe mal lieber weg.
Also überrollt der Zug uns hier. So. Ja, was ich jetzt auch neulich gerade gesehen habe, man müsste gar keinen so einen Kreisverkehr hier bauen mit Zügen. Man könnte auch so eine Strecke bauen, wo einfach nur hin und her, wo einfach nur die Schiene so ist, dass da hinten der Sackbahnhof ist. Man muss dann nur an die Eisenbahn eben eine zweite Lok ans Ende setzen. Also wie man es eigentlich bei der Bahn so gewohnt ist, dass die zwei Triebloks haben hier. Also eine für vorne und eine für hinten. Und dann geht es. Also die kriegen dann auch den Fahrplan, die komplett zählen vom Treibstoff allerdings auch nicht komplett. Also wie will ich das jetzt formulieren? Der Treibstoff wird nicht geteilt, sondern jede Lok hat dann ihren eigenen Treibstoffverbrauch. Gut, ich wusste es jetzt bisher nicht, dass es geht. Ich habe es eigentlich schon lieber, wenn man hier wirklich Schleifen macht, dass man hier einen Anfahrt hat und einen Rückfahrtweg dann hier. Dann kommt sich da eigentlich auch nichts in die Quere, sonst muss man wirklich dann auch hergehen mit diesen Signalen, wie gesagt, dass man hier auf beide Seiten die Signale stellt. Für die eine Richtung, für die andere Richtung. Man sieht ja immer, wie Signale fährt, ja immer, für welche Richtung die Signale gelten. Gut, diese Vorsignale zu Kettensignale habe ich ja auch die ganze Zeit nicht wirklich gewusst, wie es ist. Und ich habe mir jetzt neulich mal ein Tutorial geguckt. Dieses Vorsignal prüft eigentlich, das geht her. Bis zum nächsten Signal. Das hier. Guckt jetzt einfach mal hier. Bis zu dem Signal. Wenn das Signal hier zum Beispiel rot wäre, dann wäre das Signal hier auch rot. Oder wenn, ja gut, hier ist auch irgendwo Signal. Das hier, wenn das hier rot ist, dann müsste das hier eigentlich auch rot sein. Wir können das ja mal simulieren. Ja gut, nee. Ha, das geht jetzt halt, wenn das kein Kabelanschluss hat. Könnte ich mal kurz. Warte mal, wir machen uns mal ein bisschen Kabel. So, dann tun wir einfach mal. Das ist ja jetzt eigentlich Mist egal hier. So. Kann man hier auch Türme? Nee, Türme kann man nicht steuern. Okay. Gut. Ja, tun einfach mal so ein Kabel hier hinhängen. So, jetzt kann ich sagen, Signal schließen. Bedingungen zur Schließung. Was weiß ich? Alles. Ich weiß etwas alles. Kann ich das jetzt irgendwas simulieren? Nicht gleich 0 oder sonst. Ja, egal. Jetzt ist das Signal hier rot. Jetzt sagt das andere hier aber allerdings blau. Ja, das bedeutet, das ist ein Sonderzustand. Dieser Streckenabschnitt hier ist eigentlich jetzt gerade gesperrt. Normalerweise ist es so, wenn das Signal hier rot ist und der Abschnitt hier wäre jetzt nicht da, dann würde das Signal hier auch auf rot stehen. Bloß in dem Fall ist jetzt hier, weil hier beide Signale da sind und das hier grün ist, sagt er eben blau und ja. Mal sehen, kann ich jetzt auch. Ich kann es halt ganz schlecht erklären. Es ist. Tut mir leid, aber. So, jetzt machen wir es hier auch mal. Signal schließen. Bedingung zur Schließung, was weiß ich. Alles. Ungleich 0. So. Jetzt ist das Signal hier auch rot. So. Jetzt kriegt er zweimal Rot-Signal gemeldet auf dem Streckenabschnitt, dass da ein Zug wäre, sagen wir mal zum Beispiel. Es könnte sein, hier steht eine Lok. Einfach nur eine Lok. Dann kann ja hier schon mal keiner hinfahren. Wenn in dem Fall würde das Signal ja auch blau, also das heißt Achtung, da steht schon was, du kannst nur noch hier lang zum Beispiel. Und jetzt in dem Fall haben wir simuliert, dass hier und hier ein Zug steht. Deswegen hat das Vorsignal, also man nennt es auch Vorsignal, Kettensignal ist ein bisschen blöd eigentlich benannt. Das Vorsignal sagt dann hier Stopp, du musst hier schon mal anhalten, weil hier auf der Strecke hier schon was ist. Ansonsten ist es halt blöd und vermischt sich die ganze Sache, ne? Ja, dann wird es halt ein Problem geben und ja. Wenn mehr Probleme gibt es, wie gesagt, wenn man links und rechts sozusagen Verkehr hat, also ich nenne es jetzt Vor- und Zurückverkehr, wenn man ein Streckengleis benutzt für Züge, die in eine Richtung und in die andere Richtung zurückfahren, ne?
Das kann man auch machen, dass man sagt, man macht dann so eine Schlaufe hinten ran und dann fährt aber bei mir meistens nur ein Zug auf der Strecke. So, die Verkabelung kann ich jetzt eigentlich wieder wegschmeißen hier. Das braucht man jetzt, war jetzt nochmal zu Demo-Zwecken. Wo habe ich das hingemacht? Hier am Mast. So. Gut, wie schaut es denn hier aus? Ja, hier ist leer. Wenn hier leer, dann können wir hier auch abnehmen, ne? So, gut, da das Uran, das ist. Ich wollte hier eine Förderanlage draufstellen, allerdings will er mir dann ständig ja Uran auch noch abbauen. Und dazu braucht man diese Bohremulsion hier, die Schwefelsäure. Es ist schade, dass man nicht den Minen sagen kann, was sie fördern sollen. Das hat man ja auch schon gesehen bei Kohle. Wenn Kohle im Feld mit dabei ist, dann tut er Eisen und Kohle fördern. Dann hat man auf einmal gemischte Sachen hier auf dem Band und ja, da muss man später wieder das Ganze ausfiltern und ja, man hat einfach dann mehr Arbeit. Wenn man aber jetzt wirklich sagen könnte, dieser Förderanlage, horch zu, du förderst mir wirklich nur einen Rohstoff, den ich eben festlege, wäre das viel anders da. Also das. Ja, so mein Ding, dass man das jetzt Hauptspiel mit einbringt. Es könnte sein, dass es einen Mod gibt, der das vielleicht sogar schon verinnerlicht hat, dass man die Erzart auswählen kann. Ich wüsste jetzt auch nicht, ob man vielleicht über Logiksteuerung, ich habe das ja mal versucht, ob man da eventuell doch irgendwie bestimmen kann, was er fördert. Ja, das ist wie gesagt. So. Muss ich mal aufpassen, dass ich hier mal nicht, übers Gleis fahrt, dass hier gleich ein Zug vorbeifährt. Ja, guck, da haben wir jetzt selbiges Phänomen. Hier ist jetzt blau, weil hier jetzt der Zug in dem Streckenabschnitt war hier. Ja, wobei. Ah, ne, jetzt ist er grün, jetzt ist der Zug weg. Kommt schon der nächste. So, jetzt hat er in dem Fall aber rot gegeben. Gut, im Normalfall kann man auch vieles mit den Zugsignalen machen, also mit den Hauptsignalen. Man braucht diese Kettensignale nicht unbedingt. Also ich habe es eigentlich am liebsten, wenn ich nur Hauptsignale baue. Weil das Tutorial zu den Kettensignalen ist jetzt auch nicht unbedingt so arg hilfreich, wie ich jetzt feststellen musste. Habe ich jetzt eigentlich schon Munition bekommen? Lass mich mal kurz aussteigen. Ja gut, ich habe ein bisschen Munition drin hier bei mir. Aber sonst auch nichts hier. Warte mal, wir müssen aufpassen da. Nicht, dass wir hier zu nah am Nest vorbei. Ja, die laufen schon hinterher. Okay, das war's. Ja, toll, danke. Ist schon recht. Ihr sollt mich in Ruhe lassen. Oh ja. Mist. Ja, jetzt hole ich mir mehr hier ran. Ich weiß jetzt gerade nicht, wo die hinwollen. Das ist jetzt auch so eine Sache. Lasst mich einfach in Ruhe. Oh, mein Auto ist ja. Oh. Mein Auto geht kaputt. Repariert mal. Oh, die. Ja, gut, die haben ja jetzt die Roboter abgeschossen. Nein. Ah, ich glaube, wir müssen hier wirklich mal. Oh. Nein, 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 nein. Ich will nicht sterben. Nein. Aua, aua, aua. Verdammt. Nein, jetzt, ich glaube, es ist vorbei. Wow. Nee, wow. Das nächste Nest. Wow. Wir müssen hier mal wirklich eine Nestbekämpfungsfolge machen oder so. Ja, jetzt habe ich. Ja, nein. Ah ja, das war's. Das Auto ist am Arsch. So, jetzt muss ich mir nur meinen Arsch retten, sozusagen. Mist. Ich bin hier auch mitten im Wald. Toll. Ich will nicht sterben. Das ist ja Wasser, toll. Nein. Ach nee. Nein. Nein, 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 nein. Lasst mich durch. Ich bin, ja. Ich bin nicht feindlich. Ja. Schießt auf die Aliens und, ja. Das nun einzelnes, haben die das neu gegründet, das Ding, ja. Toll. Jetzt, ich wollte doch nur rüber zum Dingsbums da. Ja, zum Dingsbums. Jetzt habe ich natürlich auch ein bisschen Kohle verloren, dadurch, dass das Auto kaputt gegangen ist.
kommen wir dann immer irgendwo durch, durch den dichten Wald hier. Der Wald ist zwar für die Ains auch Hindernis, für mich aber halt auch, ne? Oh ja, direkt auf so einem Eisenfeld. Sie sind ja schon schlau, die Ains, ne? Die schneiden mich von den Ressourcen ab. Was muss ich will nicht sterben. Oh. Diese blöden Werfer hier. Diese blöden Werfer. Das wird auch immer schlimmer hier. Die evolutionieren ja auch weiter. Guckt euch das an. Oh Gott. Nee, da ist auch wieder Wald. Toll. Ach. Ah. Ich komme hier. Ich komme hier nirgends mehr weiter. Warte mal, ich muss. Überall ist Wald. Okay, da gibt es noch Uran. Guckt euch das an, wie viele Nester hier sind. Warte mal, ich muss mal versuchen, hier wieder auf dem alten Weg zurückzulaufen. Ja, ist ja schon gut. Jetzt sollst du mich nicht anknabbern. Ja, und da sind halt auch wieder gleich Leute. Oh, da haben wir ein Haus zerstört, okay. Auch gut. Es tut mir überhaupt nicht leid. Gut, ich könnte auch ein bisschen mit... nein, ihr wollt mir den Weg abschneiden. Ihr seid ja gar nicht so dumm. Ja gut, aber wie gesagt, wenn man schießt, dann kann man nicht so schnell laufen. Oh oh. Nein. Ich komme nie wieder zurück. Ich hätte einen Panzer vielleicht nehmen sollen. Der ist zwar langsamer, aber ja, der hält halt mehr aus. Nö. Leute, Mist. Alter, verdammt. Ich komme nicht mehr weg. Das sind Haufen Würmer. Ich kann doch jetzt hier nicht ewig rumlaufen. Boah, nee. Also einmal, wenn ich jetzt hier irgendwo hängen bleibe im Wald, dann bin ich Geschichte. Dann war es einmal. Ja, dann können wir neu laden. Dann haben wir die Kacke. Naja, gut, vielleicht. Ne, ich lache mir hier immer noch mehr Freunde an. Das ist überhaupt keine gute Idee. Ja. Leute, lasst mich doch am Leben. Ich tue euch doch gar nichts. Ich will doch nur nach Hause. Boah, guckt euch das an, wie viel große Beißer und Kolossale da laufen. So, kommen wir hier vielleicht. Ne, ja, toll. Überall sind Nester. So, da. Ja, das ist auch wieder ein größeres. Gut, bei manchen Nestern sind die noch gar nicht so hoch von der Evolution. Die haben dann auch nicht so wirklich viel Luftverschmutzung abbekommen. So, kann ich die vielleicht mal irgendwie abhängen? Nein, ugh, guckt euch das an. Nein. Aua, Hilfe. Guckt euch das an, hier die Aliens. Und da wieder ein Haufen Würmer. Da gibt es auch große Würmer noch später. Die sind so gefährlich, die machen einmal One-Hit. Da fällst du um. So, überall sind sie. So, können wir jetzt hier irgendwie... Naja, jetzt haben wir ein bisschen die Karte aufgeklärt. Wir brauchen kein Radar. Doch, aber schon. Das Radar macht schon Sinn. Weil man könnte die halt dann beobachten, wie die sich bewegen. Und kann dann schon mal sagen, oh, da kommt was. Aber da war jetzt auch das Nest zum Beispiel. Das war kleiner. Das haben wir schon mal aufgedeckt ein wenig. Und den Rest hatten wir nicht. Und mit dem Radar wird natürlich immer der Status mal wieder aktualisiert, was passiert ist und so. So, kann ich mir da noch vorbeimogeln? So, kommt da. Ah, ja, ich glaube, ich sehe da Licht am Tunnel. So, jetzt können wir hier. Also nicht, weil ich jetzt sterben gehe, weil hier jetzt die Bahn kommt. Ja, toll. Ich müsste mich da jetzt irgendwie durchmogeln. So, okay, ging. So, ihr bleibt jetzt mal im Wald hängen. Ich meine, Gott sei Dank greifen die die Gleise nicht an. Das wäre sonst nochmal schlimmer. Ich meine, wenn jetzt ein Zug kommt, ja, sind sie selber schuld. Aber die könnten mir aber auch den Zug kaputt fahren. Nee, nicht kaputt fahren. Die könnten mir den Zug zerstören. Ja, hier, Objekte beschädigt. So. Oh,
Ja, toll. Das Nest da oben. Was ist denn das hier? Hä? Warum ist denn da Gleise? Was soll denn das? Habe ich da mal irgendwie Gleise hingelegt? Aus Versehen? So, ich wollte doch eigentlich bloß hier prüfen. So, den brauchen wir auch nicht mehr hier. Müssen aufpassen, dass wir hier die Versorgung nicht von den Geschützen wegnehmen. Ne, ich habe glaube bei jedem Bahnhof das so gemacht, dass die überprüft werden. Aber ich hab's halt immer im Auge. Das ist wirklich immer nebenher privat noch Spiel und so und ja, da verwechselt man manchmal dann die Welt so ein bisschen. Was hat man in der anderen Welt? Was hat man hier da in der Welt? Jo. So, hier noch weg. Den noch weg. Den noch weg. Ja gut, das sind teilweise nicht überall hier diese Effizienzmodule drin. Effizienz war wieder falsch, ich weiß. Geschwindigkeitsmodule. Die können wir jetzt umpacken. Da haben wir jetzt wieder ein paar geholt. Aus den abgerissenen. Oh, da ist noch einer leer. Okay. Naja gut, okay. Da wurde ein Stück Mauer zerstört. Gut. Ich habe schon gedacht, die hätten vielleicht den Zug jetzt zerlegt. Weil die jetzt da platt gefahren wurden, ne? Ah ja, gut, da haben wir ein bisschen. Ne, der Bahnhof wird nicht überprüft, ob er genug auf Lager hat. Wobei, da kann man ja ganz einfach, das ist ja noch eine halbseitige Sache hier beim Bahnhof. Habe ich gerade so ein Teil dabei? Ja, ich habe einen Kombinator. Aber brauche ich denn überhaupt? Nee, es reicht doch eigentlich, wenn ich die Verbindung, die rote Verbindung einfach auf den Bahnhof drauflege. Dazu braucht man rotes Kabel. Ich brauche mal zwei, weil man sonst immer ein Kupferkabel rumfliegen haben hier. So, warte mal. Das geht sogar. Gut, weil ich den Inhalt wissen möchte, haue ich das mal noch auf den Strommast drauf. 57k ist drin in den ganzen Kisten hier. So. Und da kann ja sonst nichts passieren. Ja, da greifen sie da an, die Aliens. Jetzt sagen wir den Bahnhof auch aktivieren, deaktivieren. Bedingungen. Zum Beispiel hier jetzt. Wir haben hier Eisenerz drin. Wir können ja natürlich sagen, größer oder gleich. Jetzt machen wir hier auch wieder die Bedingungen. 8. Nee. Quatsch, was ist denn jetzt hier los? 1, 2, 3. Ja. 8000. 8K. Man kann leider nicht 8.0K schreiben. Gut, manchmal hätte ich natürlich auch die Zahl ausgeschrieben, weil, wenn da jetzt 2,4K steht. Okay, dann sind auch 2,4 da. Sag mal, steht 2,2K dort, dann sind es auf jeden Fall 2200 Einheiten. Aber es könnte auch 2250 sein. Das würde ich jetzt in der Schreibweise eben nicht rauskriegen, ne? So, gut, und da die bösen Aliens mir hier das Auto kaputt gemacht haben, baue ich mir jetzt mal gerade ein neues. Treibstoff habe ich nur leider gerade keinen. Das ist natürlich schlecht. So, warte mal, können wir hier gleich irgendwo ein bisschen Wald ernten? Ja, ohne dass die Aliens mich angreifen, wenn es ginge. Aber ja. So, kommt. Macht mir bloß keine Robbys kaputt, ich sag's euch. Ja, da machen sie mir doch ein paar Robbys kaputt, aber das ist kein Thema, die werden nachher ersetzt. Wenn wir zurück in die Fabrik kommen. Stirbt. Kommt, ich lasse mich mal helfen. Ich lasse mich mal helfen, genau. Ja, die haben ja auch schon einiges hier gekillt. Diese blöden Werfviecher hier. Ja, komm her. Ihr habt schon wieder keinen Treibstoff oder Energie. Ja, die Roboter könnten einen größeren Energiespeicher haben. Das wäre mir lieb. Ja, ist das schon gut. Ja, gut, das ist jetzt natürlich okay.
Das ist eine Standardmunition, ne? Was heißt der eigentlich? Munition 8 von 10? Hä? Gut, ich habe jetzt hier zwei drin, aber das macht keinen Unterschied, ob man zwei hier liegen hat oder nicht. Deswegen kann man auch nur mit einer schießen. So. Und ich wollte ja eigentlich nur wissen, ob ich da das gesteuert habe, und den einen hatte ich nicht gesteuert hier. So, das haben wir jetzt hiermit auch gemacht. So, dann habt ihr es nämlich auch mal gesehen hier. Ansonsten, na gut, wobei bei der einseitigen Sache ist es jetzt einfacher. Da muss ich jetzt gar keinen Kombinator setzen hier. Das war jetzt nur, weil ich zwei Signale zusammensetzen muss. Hoppla, ja. Super, ich fahre jetzt hier wieder gegen jeden Mast. Wo sind denn eigentlich? Ich glaube, ich habe keine Reparaturtools mehr. Ach Mann. Ja, seht ihr, mein Auto ist schon wieder ziemlich malat. Die haben schon eine Kraft hier, diese Evolutionsstufe hier. Bup, bup. Ich fahre jetzt hier wieder jeden Baum natürlich. Das ist, ja. Ist einfach zu viel Wald hier. Toll. Und das ist das kleine Tor. Da muss ich jetzt aufpassen, dass mir da kein Zug hier klack macht. Ja, da kommt gerade ein Zug auf der Karte, sehe ich's. Haben wir noch irgendwo ein anderes Tor? Ja, und ihr wisst, ich wollte eigentlich. Ich komme nicht durch, das Auto ist zu dick. So, jetzt hat er. Eigentlich wollte ich was mit Öl machen, ne? So, jetzt holen die mir jetzt gleich das ganze Holz ab. So, wir machen mal Folgendes. Und zwar Reparaturtools, wo sind denn die? Ja. Aber halt. Keine 100. Das könnt ihr jetzt zwar machen, aber hier, ich weiß, dass ihr immer zum Übertreiben neigt, ihr kleinen Robbys. Es reichen, wenn ihr mir mal hier 90 bringt. So. Wie schaut es denn eigentlich hier aus? Ja, hier kann man auch wieder einiges abreißen. Das ist auch. Warte mal, da kann man komplett die ganze Sache hier wegreißen schon mal. Der ist auch leer. Der ist leer. Der ist leer. Der ist leer. Der ist leer. Und der hier, da aufgepasst, den Strommast kann man noch wegnehmen. Das Stückle Band, was ist denn da schon wieder kaputt gegangen? Ein Bauroboter, naja, gut, okay. Wir müssen natürlich irgendwann das Netz überwachen. Ja, wobei, wir haben genug in der Konstruktion noch drin. Da brauchen wir jetzt nicht so aufpassen. So, der Strommast bleibt hier noch. Dieses Kupfer hier. Das ist auch das letzte seiner Art, oder? Ah, nö, da ist ja noch. Da ist ja noch genug da. Nur das läuft halt nicht, weil oben noch läuft und naja. Ihr wisst ja, wie es ist. Altbestände, da ist noch jede Menge Stein. Da müssten wir uns mal irgendwie so ein Steinlager irgendwo hinbauen noch. Die ganzen Ressourcen abbauen. Warte mal, habe ich das nicht eigentlich gemacht? Nee, habe ich nicht. Ich habe hier nur einen Steinbahnhof. Warte mal, was ist denn hier eigentlich los? Ah, da kann wahrscheinlich nicht vollständig entladen werden, aber da muss ja nicht. Oder? Oder nicht, dass der Zug hier jetzt. Nö, 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 der wartet nur drauf, dass er leer ist. Man könnte dann natürlich auch eine Zeit einstellen, dass er nach einer gewissen Zeit wieder weiterfährt. So, wie schaut es denn hier aus? Kohlemäßig. Der eine ist leer. So, da ich im Auto sitze, da nehme ich mal das Abbautool hier. Ja, gut, mit der Zeit wird das halt ja wieder so ein Thema. Dann wird mir alles so ein bisschen mit Bahn umstellen. Fließbänder sind zwar schön und gut, aber ja. Oder was ich auch schon gemacht habe, dass ich mit dem Zug dann hier dieses Batteriesäurenzeugs, ja, liefer. Da müssen wir eigentlich auch mal gucken, wie es da jetzt aussieht. Fatz, fatz.
So, was ich auch bei den Entladebahnhöfen machen könnte, ich könnte da auch eine Abfrage machen, also sagen, wenn in den Kisten mehr wie 108 oder so oder 110 K drin ist, dann bitte abschalten. Also dann wird der einfach der Bahnhof rot markiert und dann können die Züge da auch nicht mehr anfahren. So kann man so ein bisschen das Zugsystem hier auch dann steuern. Weil der Zug würde ja dann im Bahnhof einfach stehen, wird entladen, aber es geht nicht und ja. Und wenn man keine Ausweichroute hat zum Beispiel, dann macht das halt ein Problem. Dann können andere Züge halt da dran vorbeifahren. Aber das haben wir ja Gott sei Dank. So. Gut. Wie soll ich denn heute die Folge nennen? Das war mehr oder weniger so eine kleine Erklärungsfolge, mehr war es eigentlich nicht. Wobei man, naja, gut, Zug. Das Zugsystem habe ich ja gar nicht so groß erklärt. Naja, gut, Leute, dann würde ich sagen, es sind ja schon 36 Minuten um. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal, euer Legolas. Tschüss.